Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Welche Tür öffnet sich für mich? So heißt dieses Legesystem. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Monaila, ich grüße dich. Diesmal handelt sich gar nicht um dich, sondern um deinen Bruder. Welche Tür öffnet sich für ihn? Das klären wir erstmal astrologisch nach indischen Berechnung. Sein Aszendent nach diesem indischen Berechnung ist die Tierkreiszeichen Steinbock. Und es bedeutet, in diesem Augenblick, wo er geboren ist, wann er geboren ist, ist der Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Und das bedeutet, er ist ein Kind davon. Und diese Energie begleitet ihn von Geburt bis zu sein Lebensende, beschreibt seine Persönlichkeit, sein Auftreten und so ist er auch wahrgenommen. Steinbock kann streng und konservativ wirken. Immerhin Saturn beherrscht diese Tierkreiszeichen, das ist Saturn-Energie. Aber er hat das Glück, dass im zweiten Lebenshälfte stabilisiert bei ihm einiges oder er bringt alles in Ordnung und er bekommt Anerkennung, Ansehen, wird auch ernst genommen. Aber in jungen Jahren ist nicht ganz einfach. Zurzeit bewegt sich hier Saturn. Und Saturn ist im Steinbock zu Hause, kann sich ganz gut entfalten. Und das bedeutet für ihn persönlich, dass dieses Jahr und nächstes Jahr er, was seine Persönlichkeit betrifft oder seine persönliche Umgebung, steht in diesem Einfluss. Und Saturn bewirkt was in sein Schicksal, weil Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma, also löst auch karmischen Themen oft aus. Bei Saturn-Einfluss haben wir immer auch eine Lernaufgabe, weil Saturn ist der große Lehrmeister. Und hier im ersten Lebensbereich, in seinem Aszendent, geht es um seine Persönlichkeit. Das kommt in Form. Das kann sogar passieren, dass in sein Aussehen auch etwas ändert. Wo kommt noch Veränderung? Die vierte Haus oder vierten Lebensbereich ist der tiefste Punkt des Horoskopes. Das ist die Basis. Das ist die Fundament. Und das symbolisiert auch sein Zuhause, auf seine Herkunft, aber hat einen Einfluss auf seine Wohnsituation. In seinem Geburtshoroskop befindet sich hier die Tierkreiszeichen wieder, also öfters mal wohnlichen Veränderungen und sein Mond auch. Mond symbolisiert auch oft Veränderungen, so wie die Mondphasen ändert sie sich auch ständig. Und nicht nur das befindet sich hier in seinem Horoskop, sondern auch Ketu. Ketu ist die absteigende Mondknoten,
einen karmischen Knoten. Und dieser absteigende Mondknoten hat mit Vergangenheit was zu tun. All das, was er in früheren Leben schon erlebt hat. Da kommen die Erinnerungen. Das kann bei ihm sogar bedeuten, dass er Mutterthemen hat, weil Mond befindet sich auch hier und Mond symbolisiert auch die Mutter. Hier kommen die Erinnerungen, aber bedeutet auch die Suche nach etwas. Und das kann auch sein Wohnort sein. Oder passiert Folgendes, dass er unterwegs ist oder auf einer Reise und hat das Gefühl, ah, da war ich schon mal, weil er dort in früheren Leben schon gelebt hat. Und das kann zur Zeit passieren, weil Uranus bewegt sich gerade nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen wieder und erreicht gerade sein Mond und sein absteigender Mondknoten, sogar haargenau auf diesem Gradzahl. Und das löst was aus: Erinnerungen, Mutterthemen, Veränderungen. Und das trifft seine Wohnsituation oder wenn er etwas gründet, wie zum Beispiel die Selbstständigkeit, weil in diesem Lebensbereich ist auch die Basis, die Fundament, etwas zum Gründen. Der höchste Punkt des Horoskopes zeigt, was man überhaupt erreichen kann. Das Höchste, was man erreichen kann, auch die Zielerreichung. Außerdem zeigt die Berufung. Hier hat er die Zeichen Waage. Und das bedeutet, er ist künstlerisch begabt, könnte juristische Tätigkeit auch bedeuten. Und hier hat er in sein Geburtshoroskop Mars und Venus, die beiden Liebesplaneten. Das kann auch eine Begegnung sein mit seiner Traumfrau im beruflichen Umfeld oder in Öffentlichkeit. Dann hat Uranus hier in seinem Geburtshoroskop, das sorgt dafür, dass das unerwartete Ereignisse kommen, ungewöhnliche Lebenssituationen oder seine Berufung ist etwas außergewöhnlich. Rahu befindet sich auch hier im höchsten Punkt des Horoskopes und das ist die aufsteigende Mondknoten. Ist auch ein karmischen Knoten. Ein Lebensweg, was seine Seele ausgesucht hat, aber noch nicht kennt. Das ist wie ein Neuland. Das muss erstmal entdecken. Das sind vage Themen. Und hier im 10. Lebensbereich zeigt sich auch seine Berufung und mit Mars, Venus natürlich auch die Liebe. Das sind die beiden Liebesplaneten, außerdem Waage. Waage steht auch als Symbolbild für Liebe. Und die Partnerschaft hat karmische Themen, weil es gibt im Horoskop einen Lebensbereich extra für Partnerschaft und das ist die 7. Haus oder 7. Lebensbereich. Bei ihm ist hier Krebsenergie, das ist etwas Familiäres und das ist so die Suche. Oder das, was er wünscht in die Liebe, Partnerschaft, diese familiäre Verbindung, bemuttert zu werden, gefühlsvoll. Und hier hat in sein Geburtshoroskop Saturn. Saturn ist der Planet der Schicksal, hütet den Karma und belehrt uns.
Und in seinem Geburtshoroskop befindet sich hier im Krebs im siebten Lebensbereich. Die beweglichen Saturn, was wir als Transit nennen, das ist gerade genau gegenüber im Steinbock auf sein Aszendent. Also beide Seiten wird aktiviert, seine Persönlichkeit und liebe Partnerschaft. Und da hat er gerade diese karmischen Themen und das erlebt dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch. Und jetzt zu dieser Legung. Erstmal dieser Ort, wo er lebt. Fühlt er sich dort wohl? Ist das der richtige Platz für ihn? Dieses Bild zeigt, er wird jetzt handeln. Diese Hand symbolisiert Handlungen. Und die Zahl 1 bedeutet, er selbst nimmt das in Hand und handelt nach seinem Gefühl. Weil dieser Kelch symbolisiert seinen Gefühlen, auch seine Intuition. Das heißt, es wäre gut, wenn er auf seine innere Stimme vertraut und das, was sein Gefühl sagt, so handelt, was seine Wohnsituation betrifft. Wie ist seine Umgebung? Wie ist die Verbindung zum Nachbarn? Wie erlebt das? Hier ist dieser Ausgleich. Etwas ausgleichen, ausbalancieren, wenn das hier um zwischenmenschlichen Kontakten handelt in seine jetzige Umgebung, ist es wichtig, diese Balance zu halten, nicht zu viel und nicht zu wenig. Und bedeutet auch, dass er mit manchen Menschen klarkommt, mit anderen aber nicht. Und das muss er vergleichen. Was bedeutet ihm Ausland oder Reisen? Dieses Bild symbolisiert eine juristische Angelegenheit. Entweder hat tatsächlich ein Ereignis im Ausland, was im Gericht landet, aber hat einen guten Ausgang, oder er muss das ausgleichen, soll ich nicht, überlegen, dieser Justiz steht aber auch auf die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Dass er etwas in Ursache setzt und das wirkt und das hat mit Ausland, mit Auslandskontakten was zu tun. Und das sind schöne Kontakte und schöne Begegnungen. Und jetzt betrachten wir sein Gegenwart im Allgemeinen. Und das zeigt hier dieses Bild. Er kämpft und kämpft und kämpft, ist aber niemand da. Oder er hat das Gefühl, er muss überall sich einsetzen und geht nichts voran. Er kämpft mit Windmühle. Die Zahl 7 hat aber auch eine Bedeutung und das steht mit Mondkraft in Verbindung. Das heißt, er empfängt etwas, genau das, was er vorstellt, wovon er träumt. Aber er muss dann aufhören zum Kämpfen. Lieber in Vertrauen bleiben, die Ruhe bewahren, in Ruhe liegt auch die Kraft. Eine Liebesangelegenheit, wie erlebt er das? Da kommt etwas entgegen, zeigt aber auch, seine Haltung. Er ist offen für die Liebepartnerschaft. Aber er hat hier eine Lernaufgabe. Etwas ausbalancieren. Und was noch wichtig ist, und das sollte er auch lernen, das zeigen die Münzen. Natürlich steht das auch in Verbindung zum Finanzen. Und indirekt auf seine berufliche Situation. Und hier lernt er Meister zu sein in seinem Beruf, Berufung. Aber bezüglich auf die Liebe bedeutet, das muss er auch meistern. Und was ist das genau? Das sind diese goldenen Taler, diese Münzen.
und die symbolisieren die Werte, auch sein Selbstwertgefühl oder dass diese Liebe wertvoll ist, aber noch etwas ausgleichen, vergleichen oder er braucht die Struktur. Diese Dame, wie steht sie zu ihm? Sie hat verletzten Gefühlen und sie stoßt in ihren eigenen Grenzen. Aber sie soll etwas klar und deutlich erkennen und auch mal aktiv sein, entgegenkommen. Aber sie wartet und wartet und wartet, bis von ihm was kommt. Und wenn das nicht so ist, dann fühlt sich beleidigt oder spielt die beleidigten Leberwurst. Beruf, Berufung und auch Finanzen, er beherrscht es. Das ist zwar eine weibliche Energie hier, die Venus-Symbol Demeter zeigt die Weiblichkeit, das passt sehr gut zu seinem Geburtshoroskop, wo seine Berufung liegt im 10. Haus oder 10. Lebensbereich in Zeichen Waage. Weil über die Waage herrscht Venus. Und hier erscheint auch die Venus-Symbol. Und das kann beruflich bedeuten Kunst, Kreativität und auch Selbstständigkeit. Also das ist im Einklang zu seinem Geburtshoroskop und in diesem Bereich zum Arbeiten bringt ihm auch etwas, zwar ganz viel Geld, Gewinn. Was kann er tun, in sein Leben etwas zu verbessern? Dieser Sternenhimmel gibt die Antwort. Natürlich kann das die Spiritualität bedeuten, eine Richtung, was ihm auch eine innere Kraft gibt. Außerdem bedeutet dieser Sternenhimmel sein Glück, im glücklichen Sternen geboren. Oder die Zeitpunkt, intuitiv verspürt das, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Das ist das Beste, was er tun kann. Welche Tür öffnet sich für ihn? Das zeigt dieser Ritter mit diesem goldenen Kelch. Und das symbolisiert seinen Gefühlen. Und das ist erstens die Liebe, zweitens seine Berufung, was auch von Gefühlen entsteht. Also nicht ein Job, was man ausübt, sondern die wahre Berufung. Ich befrage jetzt mein Pendel. Gelingt ihm dieses Jahr, dass etwas Neues für sich öffnet, Chancen, Möglichkeiten, wo er auch Glück hat? Ja, nein oder vielleicht. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, er hat dieses Glück. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, das klappt dieses Jahr nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet so lala, man kann das nicht wissen. Ja, nein oder vielleicht? Die Antwort ist ja. Liebe Monaila, so könnt ich das beschreiben, was gar nicht deine Legung ist, sondern die Legung für deinen Bruder. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche euch beiden alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici.